Im Herbst marschieren 20.000 Mann in Richtung Rhein, um die Pfalz für den Kurfürsten Friedrich zurückzuerobern. Kommando Ernst von Mansfeld, Lager Pfalz, England, Freie Niederlande. Ihnen auf den Fersen ebenfalls 20.000 Mann im Auftrag Maximilians von Bayern. Kommando Johann Zerkleis Tilly, Lager Spanien, Habsburg, Katholische Liga. Tillys Mannen hatten am Neckar und im Odenwald übel gehaust, Frauen und Kinder dabei nicht geschont, wie man damals sagte. Tillys Grabkapelle in Altötting, er hat hier zeitlebens kräftig gespendet. Der Feldherr galt und gilt als besonders fromm. Er ließ seine Krieger tatsächlich nicht ungeschützt in die Schlacht ziehen. Die Fähnriche trugen seine Kriegsfahne vor den Sturmtrupps her, eingewirkt darin das lieblichste Bild der Christenheit, Maria mit dem Jesuskind. Tilly wurde dennoch 1632 von einer Kugel getroffen und starb an den Verletzungen. Sein Schädel kann in der Gruft besichtigt werden. Tilly hat das Niedermetzeln von Zivilisten zumindest hingenommen. Theatrum? Besagter General hat Neckargmünd zur Übergabe aufgefordert, aber die Besatzung darin hat abgelehnt. Die Bayerischen haben am folgenden Tag den Ort mit ganzer Gewalt angefallen und erobert. Die Besatzung samt den Bürgern, Weibern und Kindern wurde meistenteils niedergehauen und ausgeplündert. In Neckargmünd wurden, wie in vielen anderen Städten, auch die niedergemetzelt, die sich nicht gewehrt hatten. Nach dem Kriegsrecht hatten die Verteidiger einer Stadt keine Gnade zu erwarten, wenn sie sich nicht ergaben. Die Kriegsherren tolerierten, dass die Söldner in der sogenannten Furie sämtliche Bewohner wie Verteidiger behandelten. Auch Tilly nahm es hin, und zwar besonders häufig. Mansfeld dachte gar nicht daran, sich den Bayern entgegenzuwerfen, um Land und Leute in der Pfalz zu schützen. Nachdem sie im Bistum Speyer geplündert hatten, marschierten die Mansfelder im Elsass ein. Theatrum? Mit Plündern, Rauben und Brennen, über die Maßen übel. Ein Flugblatt meldete akkurat, welche Städte im Elsass 1621-22 gebrandschatzt, besetzt oder angezündet wurden. Die freie Reichsstadt Straßburg füllte sich mit Flüchtlingen aus dem ganzen Elsass. Johann Walter in seiner Straßburger Chronik über das Elend im Elsass. 1621. Das Land hat angefangen, die Kriegsunruhen zu empfinden. Gegen den Herbst kam der Graf Ernst von Mansfeld mit seinen undisziplinierten Völkern im Elsass an. Der Mansfelder nahm Hagenau fast ohne Widerstand ein. Die Stadt musste ihm allerdings eine große Summe Geldes reichen. Darauf hat Mansfelds gottloses Volk das ganze Land mit Rauben, Brennen, Schänden so ruiniert und grausam gehaust, wie dergleichen noch niemals gehört worden war. Man sah rund um die Stadt herum nichts als Feuersbrünste in den Dörfern. Man konnte öfters bis an die 60 Feuer auf einmal zählen. Das arme Landvolk, das entrinnen konnte, kam mit Weib und Kindern nach Straßburg. Die Stadt war dergestalt mit Menschen angefüllt, dass es ganz unbeschreiblich war. Dadurch erfolgte eine grausame Teuerung. Und doch war kein Brot zu bekommen. Dieser Jammer hat den ganzen Herbst durch angehalten. Auch die anderen schauen mal im Elsass vorbei.
Das Theatrum meldet: Die Bayerischen haben auch in der Zeit das Elsass überfallen und 4 Dörfer verbrannt. Mansfeld blieb mit seiner Armee im Elsass, statt die Pfalz zurückzuerobern. Es störte ihn auch nicht weiter, dass Tilly sich anschickte, Heidelberg zu erobern, die Residenzstadt seines Auftraggebers Friedrich. Diesmal war Mansfeld dabei, seine Armee den Spaniern zu verkaufen. Er verlangte dafür große Teile des Elsass und hohe Ämter. Um den Deal zu verhindern, reiste Friedrich von der Pfalz über Frankreich ins Elsass. Er eröffnete Mansfeld, dass eine neue Allianz gegen Habsburg-Spanien im Entstehen war, unter Beteiligung Frankreichs. Da konnte viel Geld herauskommen für Mansfeld. Umgehend änderte Mansfeld seine Pläne und setzte die Armee in Marsch. Theatrum. Am 14. April ist der Graf von Mansfeld neben dem Pfälzer mit allem Kriegsvolk in voller Schlachtordnung durch das Bistum Speyer marschiert, wobei viele Dörfer in Brand gesteckt wurden. Sie trafen auf die Bayerischen, welche unfern von Wiesloch in einem Holz auf einer Höhe in gutem Vorteil verschanzt lagen. Mansfeld lockte die Bayerischen mit einer Scheinattacke aus der Stellung. Wie nun die Bayerischen ihnen nachgefolgt, hat der Graf von Mansfeld grob Geschütz unter sie abgehen lassen, worauf ein hartes Treffen anfing. Dabei haben die Bayerischen den Kürzeren gezogen, also dass ihrer an die 2000 geblieben und verwundet wurden. Von den Mansfeldischen sind nicht viel mehr als über 100 tot geblieben. Mansfeld hatte das Feld behauptet und seine erste Schlacht gewonnen. Die siegesgewohnten Bayern und Spanier staunten nicht schlecht. Mansfeld verzichtete auf die Verfolgung der Bayern. Städte erobern war lukrativer. Er ließ 200 Kugeln auf Ladenburg abfeuern, weil die spanische Garnison sich nicht ergeben wollte. Theatrum. Als eine Bresche in die Mauer geschossen war, ließ der Mansfelder durch einen Unterhändler drohen, es werde niemand, auch das Kind im Mutterleibe, nicht geschont. Hierauf hat der Kommandant geantwortet, er habe, Gottlob, kein Kind im Leibe. Er bot Verhandlungen an, aber es war zu spät. Die Mansfeldischen sind durch die Bresche eingefallen, haben die Stadt eingenommen und alles, was nicht geflohen ist, in der Furie niedergehauen. Auch alles geplündert, sich vieler Munition bemächtigt. Allein in der Wohnung des spanischen Kommissars haben sie an die 100.000 Reichstaler bekommen. Die Mauern, wie auch die bischöfliche, wormsische Residenz daselbst, hat er von Mansfeld schleifen lassen. Tilly hatte sich mit seiner angeschlagenen Ligatruppe nach Wimpfen abgesetzt und bedrohte damit Land und Leute des Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach. Der Markgraf vermeinte, durch Mansfelds Erfolg ermutigt, einen weiteren Sieg für das protestantische Lager einfahren zu können. Der Markgraf hatte sich eine Armee von 15.000 Mann angeschafft. Ein Ortschronist? 70 Wagen, darauf Mörser gelegt waren. Ferner 1.800 Wagen mit Pulver, Schanzzeug und Proviant. Dazu 40 Feldkanonen, worunter ein Mörser, der 70 Pfund warf. Zum Gefolge gehörte der Hofstaat und unter den Anführern waren Herzöge und Grafen. Sie zogen in eine der blutigsten Schlachten des Krieges. Das ist die Waldstadt, bei Obereisesheim und Wimpfen. Einem von 10.000 Toten wurde ein Denkmal gesetzt, dem Herzog Magnus von Württemberg. Ortsbegehung. Zum Jahrestag der Schlacht, organisiert vom Kulturamt der Stadt Wimpfen und dem Verein Altwimpfen. Von Schweigern war gegen Mittag gekommen
Dort war es. 15.000 bayerische und spanische gegen 15.000 des Markgrafen. Am 6. Mai 1622, von morgens bis abends. Man muss es sich vorstellen. Hier fällt es leichter. Ein Diorama im Burgmuseum Burg Guttenberg. Der Ortschronist patriotisch über die Schlacht. Tilly eröffnet das Gefecht mit lebhaftem Artilleriefeuer gegen die badische Reiterei, die auch ein wenig zurück muss. Der Markgraf lässt seine Truppen ausfallen. Tapfer antworten die Feinde. Die meisten Bewaffneten waren Pikeniere, das heißt Leute, die lange Lanzen getragen haben, um gegen die Reiter im Nahkampf zu kämpfen oder eben gegen das gegnerische Fußvolk. Besichtigung der Flugblätter und Stiche, die kurz nach der Schlacht gedruckt wurden, im Museum von Wimpfen. Etwas zum Neckar hin verlagert. Die tillischen Truppen greifen nun an. Sie sehen wiederum die große Pulverexplosion und sie sehen die Flucht der markgräflichen Truppen. Ein Augenzeuge, der bayerische Offizier Fritsch, liefert eine Erklärung für den Heldenmut der bayerischen Truppe. Sie war angetrunken. Es ist von beiden Seiten mit den Stücken stark geschossen worden. Nachdem aber unser General Tilly auf jeden Soldaten ein halbes Maß Wein hat geben lassen, sind wir alsbald auf den Feind losgegangen. Der stand sehr vorteilhaft und hat schrecklich mit seinen Stücken auf uns geschossen. Der Ortschronist: Allgemeiner wird der Kampf. Fest stehen die Badischen, sie gewinnen Vorteile, sie drängen vorwärts. Die kampfgeübten Truppen Tillys beginnen zu weichen vor ihrem jungen Ungestüm. Schon wenden sie zur Flucht gegen den Neckar. Zwölf Uhr mittags, die Krieger ruhen aus. Es ist heiß, man hatte zu viel Wein getrunken und zu wenig Wasser. Tilly schlug dem Markgrafen eine Mittagspause vor, und der willigte ein, hochherzig, wie die protestantische Propaganda hinterher betonte. Es war ein Fehler. Da, gegen 1 Uhr, bemerkt der Markgraf Staubwolken im Rücken Tillys. Das ist Mansfeld, rief er. Doch es war der Spanier Cordova, mit 2 Regimentern und 21 Kornettreitern. Die badischen Geschütze richten furchtbare Verheerungen unter ihnen an. Ganze Gassen des Regiments werden niedergerissen. Aber sie sammeln sich mitten unter den Markgräflichen. Und nun beginnt ein schauerliches Gewühl. Es ist ein Kämpfen, Schlachten, Würgen. Nur wenigen gelingt es, zum Heer zurückzukommen. Die meisten werden erschlagen. Besichtigung eines Wunders in der Dominikanerkirche zu Wimpfen. Anno 1622 hat er durch so viel erhaltene Viktorien der Welt bekannte kurbayerische Generalfeldmarschall von Tilly durch die alles vermögende Vorbild der göttlichen Gnadenmutter Maria einen gewaltigen Feind besiegt. Das Gemälde stellt dar, was ein Mönch in der Klosterchronik festgehalten hat. Demnach wäre Tilly zu spät auf dem Schlachtfeld erschienen, weil er nach dem Gottesdienst den Beistand höherer Mächte erflehte. Der Mönch: Tilly lag während der Schlacht vor dem Marienbilde in der Kirche. Plötzlich erschien auf dem Schlachtfeld ein wunderbarer Reiter auf schneeweißem Ross. Der zündete das Pulver an und gab so den Bayern den Sieg. Es war ein Engel, den die Königin der Engel zur Hilfe geschickt hatte. Der protestantische Chronist macht ein eher irdisches Prinzip für den Ausgang der Schlacht verantwortlich. Ein unglücklicher Zufall sollte das Schicksal des Tages entscheiden. Das Markgrafenpulver fing Feuer. Schrecklich waren die Folgen. Einige 100 Pferde und Menschen flogen in die Luft. Andere wurden zerschmettert zu Boden geworfen. Entsetzen fasste die Truppen. Vor sich den stürmenden Feind, um sich das Gestöhn der Sterbenden, die entsetzlichen Gräuel, Pulverqualm, Staub, Glut, Hitze.
Hunderte von zerfetzten Leichen. Die Flucht beginnt gegen Neckar-Gartach, das brannte und in dem die Spanier alles niederhieben. Tilly war so geschwächt, dass er die Verfolgung nur bis zum Neckar fortsetzen konnte. Der Verlust der Markgräflichen und der Tillys wird auf je 5000 Mann geschätzt. In der Stadt lagen 926 Soldaten, meistens Verwundete. Großes Elend hatte die Schlacht für die Stadt im Gefolge. Ein Stadtschreiber beklagt sich über die Ligatruppe. Sie haben Früchte, Wein, Vieh und andere Viktualien mit Ungestüm den Untertanen und Bürgern entrissen. Leider sind nach der Einlogierung der im blutigen Treffen verletzten und kranken Soldaten durch die Infektion viele Bürger zugrunde gegangen. Hierdurch blieben die Felder unbebaut, worüber Kummer, Not und viel Unheil erwuchs. Wimpfen wurde während des Krieges noch mehrfach heimgesucht. 400 Familien hatten in der freien Reichsstadt vorher gelebt. Am Ende waren es noch 37 und Wimpfen war ein Dorf. Wimpfen gehörte ja wohl zu den Hauptverlierern im 30-jährigen Krieg. Ja, weil die Stadt war bis zum 30-jährigen Krieg eine relativ vermögende Stadt gewesen, aufgrund von alten Handelsvorteilen noch vom Mittelalter her. Und das hatte eigentlich schon nachgelassen, aber man hatte eben noch das bisherige Vermögen. Und dann durch die Kriegszerstörungen, durch die Verluste an Einwohnerzahl, durch die mehrfachen Einquartierungen hat Wimpfen sehr gelitten und ist danach eigentlich zu einem armen kleinen Landstädtchen herabgesunken. Der Markgraf war neben seiner Armee auch Land und Leute los, die sich Kaiser Ferdinand frommen Herzens einverleibte. Mansfeld und Friedrich von der Pfalz hätten mit ihren Truppen in der Schlacht den Ausschlag geben können. Was sie stattdessen so trieben, beschreibt Pfarrer Herdenius. Ende Mai wird durch den Pfälzer und den Mansfelder Darmstadt eingenommen. Das ganze Land darum jämmerlich geplündert. Die Einnehmung Darmstadts ist vorgegangen den 23. Mai. Unser gnädiger Fürst wurde festgenommen.